Insofern sehen Sie jetzt also einen Mann, der große sportliche Erfolge hat, der sich auch mit Film auskennt, der sich mit Radio auskennt, also eigentlich der ideale Gastkritiker für uns. Und er hat sich heute den Film angesehen, A Lullaby to the Sorrowful Mystery von Love Diaz, philippinischer Kultregisseur, muss man einfach sagen. Bitte begrüßen Sie nochmal ganz herzlich Henning Harnisch. Hallo, hallo. Henning, jetzt geht's ans Eingemachte. Also 8 Stunden mit einer kurzen Pause dazwischen. Love Diaz macht immer sehr lange Filme. 6 Stunden, glaube ich, war bisher der längste. Jetzt also 8 Stunden. Und es ist eine Geschichte, eine historische Geschichte. Das habe ich sofort verstanden. Das wird auch eingeblendet, glaube ich. Wir sind Ende des 19. Jahrhunderts. Und da kommt schon mein erstes Problem. Ich weiß darüber gar nichts. Also, dass das überhaupt da so eine Revolution gab, so ein Bürgerkrieg, war mir völlig neu. Wie ging es dir mit diesen historischen Bezügen im Film? Ähnlich. Und ich glaube, das ist natürlich ein Grundwert von jedem guten Film aus so einem Land, was halt nicht für mich ein klassisches Kinoland ist, dass man in 8 Stunden irre viel lernt und sich auch selber nachher fragen muss, warum beschäftige ich mich eigentlich so wenig mit so einem wichtigen Land auch. Und ich glaube, es gibt auch kein schöneres Medium, um so schnell was über ein Land zu erfahren als Film. Also, was ich auch verstanden habe, es geht um Andres Bonifacio. Das ist also ein Freiheitsheld gewesen. Das ist der Kampf gegen die Spanier, nicht? Also, die das Land ja besetzt haben. Und er wird gesucht. Also, zum Teil wissen Leute nicht, ob er noch lebt. Andere wissen es dann irgendwie schon, suchen seine Leiche. Aber es sind so verschiedene Gruppen. Ne? Konntest du die so zuordnen? Also, damit hatte ich übrigens manchmal auch Schwierigkeiten zu überlegen, was sind das eigentlich für Leute da? Dass du solche Fragen stellst jetzt noch. Das war schwierig. Es waren für mich 3 zu erkennende Gruppen, die dann teilweise dann auch mal in einem Bild auftauchten. Aber ehrlich, haben die Gruppen oder dieses Erzählerische irgendwann gar nicht mehr so richtig in interessiert, sondern ich war so mitten in diesen tollen Bildern. Du meintest es vorhin, das spielt viel im Dschungel. Und es ist so, dass man denkt, dass alle Protagonisten so irgendwie in diesem Filmbild aufgehen und quasi verschwinden. Ja. Und man denkt sozusagen, Film ist mehr als der Mensch und so. Also die Bilder sind unglaublich, ne? Und vor allem man sieht die ganze Vielfalt des Dschungels, nicht? Also was der mit Lichtern auch macht, dann regnet es plötzlich, ist das eine ganz andere Landschaft. Sie sind auch manchmal in der Stadt, aber der Dschungel hat mich total fasziniert. Wie ging es dir so mit diesen Landschaften? Bist du auch wirklich abgetaucht da drin? Das hört sich jetzt so esoterisch an, ne, wenn man das so sagt. Also Stadt muss man schon auch sagen, das ist jetzt nicht eine Stadt des 20. Jahrhunderts, sondern es sind ruhige Einstellungen und es ist eh so, dass es einen total ruhigen Sound hat. Also Dschungel zeichnet sich dadurch aus, es gibt keine Filmmusik. Man hört halt permanent, das ist so wie so ein, ja, so ein Elektrosound, der da hängt, das ist halt Dschungelsound. Und der lullt einen natürlich schön ein und genau, man hat eine Chance, ganz lange, ganz viele Landschaften sich halt anzugucken. Und ich glaube, man kriegt so ganz starke Eindrücke von, das ist die Urlandschaft Philippinen. Weil du sagst esoterisch, tatsächlich geistert ja da auch so ein Zauberer durch. Und wir haben auch schon im Kollegenkreis viel diskutiert. Auch noch 2 andere Geistererscheinungen, vielleicht ist es auch nur eine Person. Aber ich dachte auch, wenn man es jetzt nicht so richtig versteht, es ist dann eigentlich auch egal. Also, es schafft ja so eine absurde Gesamtstimmung. Wie bist du mit der so umgegangen? Also bist du da offenbar auch mitgegangen oder hast du auch mal irgendwann gesagt, dann ist es auch egal? Na, ich finde so grundsätzlich fragt man sich, wie viel kann man hier eigentlich dekodieren, weil der Film, das merkt man schon, der ist symbolisch zugestellt, da sind ganz viele Ebenen, die sollen was sagen und ich halt sozusagen Mitteleuropäer guck dann drauf und frage mich, okay, was könnte das sagen und ich glaube gerade so Figuren wie eine weibliche Geisterfigur, also die wird was zu tun haben mit der philippinischen Kultur. Die ist mir aber ganz weit weg. Ja. So, und also gucke ich mir das an und kriege eine erste Runde Eindrücke und bräuchte dann jetzt eigentlich sozusagen einen Kontext. Ich müsste mehr wissen. Aber ich finde, dass wir uns, das dachte ich halt eher auch, ich habe halt Kinder so in diesem klassischen Digitalalter, 12 und 16. Manchmal denkt man, okay, die werden jetzt mal 5 Minuten irgendwo hingeführt und dann geht es weiter. Dass man eigentlich viel mehr Leute dazu positiv zwingen müsste, einfach mal 8 Stunden was auszuhalten und wo nicht die ganze Zeit Ereignisterror ist, sondern sowas, was einen total runterfährt, aber wo man ganz viel mitnimmt. Und so war das natürlich heute auch. Und das sind Länder, die halt so in unserer Alltagswahrnehmung quasi nie auftauchen und jetzt hier sind und dadurch natürlich gleich auch politisch werden.
Also ich hatte so, man hatte alle Zeit der Welt, muss man auch sagen. Also man kann auch mal abschalten, ein bisschen nachdenken, das hast du offenbar auch gemacht. Ich hatte so einen despektierlichen Gedanken, dachte mir, das ist auch so eine Form von artifiziellem Dschungelcamp. Ne? Also die sind da ständig im Dschungel, es werden auch immer ein bisschen weniger, aus verschiedenen Gründen, man trifft sich so. Also es hat schon durchaus auch etwas von einem Spiel, weil die Leute eben auch spielerisch mit ihren Figuren umgehen. Und was ich auch wirklich interessant fand, war eben der Umgang mit Revolution. Dann irgendwie verhalten sich doch alle in unterschiedlicher Weise zu diesem Krieg. Also ich finde die erste Frage, also den ersten Punkt musst du natürlich gleich fragen. Das werde ich absolut vermeiden natürlich. Das ist sehr interessant. Es gab nämlich auch eine Einstellung, da war die Kamera, dachte ich, anders und die war in dieser Dschungelcamp-Ästhetik. Aber vielleicht habe ich mir das auch nur ausgedacht. So genauso, aber ich glaube, er kennt das nachher nicht. Er weiß wahrscheinlich gar nicht, was wir meinen. Ja, überhaupt sozusagen kriegerische Zustände werden auch ganz eigenwillig zeigt, fragt man sich auch, also ist das aus einem Mangel raus, weil man das gar nicht so inszenieren kann. Das läuft eher so nebenher und es ist überhaupt nicht angelegt, da irgendwas zu produzieren, was sozusagen Mehrwert in Richtung Aufregung läuft. Das passiert halt. Ja. Aber das hat ihm auch gut gefallen. Man redet über die Grausamkeit. Offenbar war das wirklich ein sehr grausamer Bürgerkrieg. Aber man zeigt es nicht. Ich fand das fast eindrucksvoller. Dann nochmal so dein Gesamturteil jetzt. Nach 8 Stunden Film geronnen inzwischen in deinem Kopf. Ich fand das merkwürdig. Nach diesen 8 Stunden gab es so einen Beifall. Und der war so eher so 8-Stunden-Syndrom. Der war so positiv, aber war nicht so ein Jubeln. Ich habe mich gefreut. Ich dachte, wenn hier jemand buht, dann gibt es Ärger. So. Es war ein guter Film in dem Sinne von, ich glaube, dass so Filme so wichtig sind, dass man eine Möglichkeit hat, auch aus seinem normalen Erzählen rauszukommen. Andere Filmsprache sagt man so gerne, aber das sind ganz eigene Bilder. Es war so im Gefühl, es waren 100 Einstellungen, die niemals direkt aneinander führen, sondern es ist immer so, ein Monolith steht halt da und in dem passiert ganz viel. Ich habe so eine Menge Stoff gekriegt, also viel für mich selber war es ein klasse Film, der aber auch schwierig ist, also der einen auch müde macht. Und, aber so ist es angelegt, es sind 8 Stunden. Und ich frage mich halt sowieso, warum es nicht mehr so Sachen gibt. Also ich finde es immer gut, wenn die Sachen groß und mutig und dafür gibt es das hier und das müssen wir hochhalten. Und es war auch wirklich mutig von der Berlinale, den in den Wettbewerb zu nehmen. So was zeigt man normalerweise dann in der Nebenreihe im Forum. Aber hier das im Mittelpunkt zu stellen, Meryl Streep und all die anderen saßen da eben auch, haben es auch 8 Stunden gesehen. Und wir haben uns ja schon überlegt, das ist ein bisschen boshaft, wenn der Film jetzt den goldenen Bären bekommt, dann müsste der nach der Preisverleihung laufen. Man zeigt ja in der Regel dann den Gewinner. Und stellen Sie mal vor, die Party fängt dann also morgens um 7 oder so an. Das wäre natürlich auch eine tolle Sache. Wir werden sehen, das ist eine unberechenbare, ziemlich verrückte Jury. A Lullaby to the Sorrowful Mystery läuft morgen um 10 Uhr. Die Leute sind also um 19 Uhr schon wieder dann draußen. Ein Film von Lauf Diaz, der tatsächlich jetzt auch gleich hier bei uns sein wird, was uns sehr, sehr freut. Aber erstmal ganz herzlichen Dank unserem super Gastkritiker mit großer Geduld und vor allem mit einer großen Einfühlung. Eine Sache noch, müssen wir gleich schon nochmal fragen, weil Philippinen ist Basketball extrem populär. Okay. Und zwar Freiplatz, draußen. Die spielen richtige Spiele ausschließlich draußen, also nie in Hallen. Okay, das eine ganz interessante Zusatzinformation auch noch. Wusste ich zum Beispiel auch wieder nicht. Henning Harnisch, ganz herzlichen Dank dir und schön, dass du es uns gemacht hast. Danke. Danke.